Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog auf diesem Kanal. Ich werde euch einfach den Tag so über mitnehmen. Ich weiß auch noch nicht, was so passieren wird, aber ja, ich werde euch einfach mal mitnehmen und ja, viel Spaß. Ich beginne diesen Vlog einmal um ca. 16 Uhr oder so. Also ich bin von der Schule nach Hause gekommen und habe mich gleich dran gemacht, meine Hausaufgaben zu machen. Und dann ja, bin ich gleich zu den Kaninchen runter. Habe dann gesehen, dass es wieder endlich mal Zeit wird, diesen Kaninchenstall ein bisschen ja, sauber zu machen. Und deswegen habe ich mir auch noch ich habe mir etwas überlegt, und zwar diese Platten hier mache ich mal ganz sauber, wasche sie ab und lege sie in das Kaninchengehege rein, denn es soll jetzt auch so etwas sein wie winterdicht machen, aber da kommt noch ein Video hoch. Und zwar werde ich hier jetzt einfach diese Platten hier reinlegen. Ich weiß, das schließt nicht 1:1 mit diesem Rand hier ab, weil die Platten nicht genau damit ausgemessen wurden, das hier einzurichten, aber ja, für jetzt hält es, und außerdem, weil ich auch gesagt habe, für den Winter, ja, es ist auch für den Winter, weil das nicht auf der kalten Erde sitzen müssen, sondern eben auf diesen Platten, die speichern dann auch noch die Energie und bleiben halt länger warm. Dann mache ich hier auch noch diesen Kaninchenstall, der musste auch endlich wieder mal ausgemistet werden. Ja, ich habe da hierfür einfach Pellets genommen und habe sie um die Ecken gestreut, wo sie immer ihr Geschäft verrichten. Und dann an der restlichen Fläche habe ich einfach noch solche Siegespiene hingestreut, dass, ja, dass sie einfach auch etwas ein bisschen so herumrennen haben. Und ja, dass nicht alles aus Pellets besteht. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe die Platten jetzt auch schon reingelegt. Diese Brücke hier steht auch schon drinnen. Das wird aber wahrscheinlich jetzt nicht so bleiben. Aber ja, so bleibt das jetzt mal. Die Leiter habe ich auch schon angebracht. Und ja, ich werde jetzt auch nochmal für meine Kaninchen ein paar Wiese holen gehen. Denn das haben sie jetzt auch schon länger nicht mehr gehabt, weil es jetzt, wie gesagt, immer total kalt war. Und jetzt war mal der erste Tag, wo man wieder etwas unternehmen hat können. Und ja, deswegen hole ich jetzt auch wieder ein bisschen Wiese. Nehme mir hierzu einen Kübel aus dieser Kiste, die wir extra für die Kaninchen sozusagen gemacht haben. Also es steht lauter Kaninchenzeugs drin. Und ja, Gott sei Dank gibt es jetzt wieder ein bisschen Wiese auf dieser, ja, also bei uns, wir haben nämlich so Nachbarn und die haben hier unten eine riesen Wiese. Und dann nehme ich mir immer ein bisschen Löwenzahn und Spitzwegerich und so mit. Das schmeckt ihnen auch am meisten von dieser Wiese. So, jetzt bin ich wieder zurück, habe wirklich einen ganzen Kübel voll gepflückt, und ja, da ist jetzt auch ein Apfel drinnen, den habe ich auch gefunden, denn daneben ist gleich ein Apfelbaum. Ich werde ihn jetzt die Äpfel herschneiden. Die Wiese bekommen sie erst dann, wenn ich sie in ihren Stall hinein bringe. Coco sitzt total lieb da und wartet schon, dass sie etwas zu essen bekommt. Aber ja, da muss ich noch ein bisschen warten. Übrigens habe ich auch ein bisschen Bärenklau gefunden. Das gibt es bei unserer Wiese eigentlich total selten. Also im Sommer hat es viel gegeben. Aber jetzt, wo sie immer gemäht wurde, diese Wiese, gibt es fast gar keinen mehr. Aber ja, kommen wir jetzt mal zu den Äpfeln. Ich habe, also das sind ein paar, ja, die sind ein bisschen schmutzig gewesen. Deswegen habe ich sie auch noch sauber gemacht, bevor ich sie ihnen dann ja gegeben habe, und das habe ich dann in diese kleine Schüssel hier reingegeben, denn so viel war das eh nicht. Das
deswegen habe ich es ihnen ja jetzt dann reingestellt, dass sie auch ein bisschen was zu fressen haben zwischendurch und nicht nur diese Wiese essen müssen. Und ja, dann kommen wir auch schon zu der Einrichtung, wie wir dieses Gehege dann jetzt einrichten werden. Viel Spaß! Also als erstes habe ich diese große Hütte genommen, die sie eh schon sehr lange besitzen, also die Kaninchen. Die werde ich dann irgendwo auf den Rand hinstellen. Ganz sicher bin ich mir hierbei noch nicht. Denn ich will ja auch, dass sie viel Platz so haben zum Herumspringen und so. Aber ja, für den Winter, glaube ich, reicht das, wenn sie nicht so arg viel Platz haben. Natürlich bleibt ihnen das Gehege auch so, wie es ist. Nur eben die Hütte kommt in das Gehege rein. Das war früher auch nicht so, denn die haben sie immer, ja, das ist immer nass durchgerannt. Und deswegen, ja, ist die Hütte so ziemlich verfault. Dann haben sie auch noch diese kleine Hütte bekommen, die habe ich dann eben mit dieser Brücke hier verbunden. Also das werdet ihr später noch sehen. Und ja, jetzt ist es auch schon an der Zeit, die Kaninchen reinzuholen. Meine Freundin ist danach auch noch gekommen. Ich habe da einfach ein bisschen was von der Wiese reingefüllt, sodass sie auch bis zum nächsten Tag wieder ein bisschen etwas bekommen. Also ja, nächsten Tag habe ich wieder Schule, aber egal, muss ja sein. Ja, das habe ich ihnen dann einfach hingegeben und werde ich ihnen jetzt auch in dieses Gehege stellen, denn das habe ich nicht so arg bedacht. Ich habe nämlich letztens gelesen, dass immer wo Kaninchen ihr Fressen bekommen, dass sie da auch ihr Geschäft hinmachen. Also während dem Fressen machen sie dann ihr Geschäft, deswegen werde ich es hier so ein bisschen in die Mitte stellen, dass sie sich herumstellen können und dann eben da ihr Geschäft machen können, aber wie gesagt, das werden wir noch sehen, wie wir das noch machen. Ich bin mir noch nicht sicher. So, die Einrichtung steht soweit. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob das so bleibt. Aber wahrscheinlich wird es nicht so bleiben. Aber so sieht das Ganze jetzt mal aus. So, wir haben jetzt alle Kaninchen hier raufgeholt und sind hier auf dieser schwarzen Matte. Ja, wir haben ihnen jetzt auch hier diese Äpfel hingestellt. Also ihr Trinken müssen wir eben auch noch reinstellen, dass sie eben auch genug Flüssigkeit zu sich nehmen. Aber wie gesagt, ich weiß noch gar nicht, wo ich das hinstellen soll, weil ich ja eben nicht weiß, wohin damit. Ja. So steht es dabei. Ich habe jetzt so eine Schaufel hingegeben, dass die nicht gleich rausgehen. Ich habe jetzt die Kaninchen mit meiner Freundin hier reingetragen, sozusagen. Ja, die Kaninchen wollen schon raus. Sie sind schon übelst gespannt, was sie da erwartet. Natürlich fressen sie jetzt gleich mal. Das ist auch so klar. Deswegen haben wir jetzt die Schaufel erstmal weggetan. Dann auch noch dieses Ding. Niki ist gleich runtergerannt, hat gleich alles erkundet. Ja, ich glaube, das war jetzt auch endlich mal an der Zeit, dass sie ein bisschen Veränderung hatten. Wie gesagt, sie hatten immer Erde unter den Füßen und ich glaube, das ist jetzt eine perfekte Lösung, auch jetzt eben für den Winter, dass es nicht so kalt für die Süßen ist. Ja, und ich möchte ihnen ja auch etwas Gutes dabei tun, deswegen. Ja, ich werde ihnen dann gleich auch noch diese Futterschüssel, also mit der Wiese reinstellen, diese Heuraufe. Und ja. Also, ich verabschiede mich schon mal von euch. Ihr könnt ja euch dann nachher noch das Video fertig ansehen, wenn ihr möchtet. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Darüber würde ich mich total freuen. Und ja, wie gesagt, über Nachrichten und so, ihr könnt mich gerne kontaktieren. Auf Instagram heiße ich kaninchenfamily.offc. Da könnt ihr mir auch gerne Nachrichten schreiben. Oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mich da auch kontaktieren oder in den Kommentaren. Wie gesagt, da würde ich mich total darüber freuen. Und ja, tschüss und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.